Erst der Ausstieg aus dem Ausstieg, nun das Moratorium. Seit der Katastrophe in Japan hat die Bundesregierung die Atompolitik von Grund auf neu überdacht. Hat das Unglück auch in den Köpfen der Heidenheimer etwas bewirkt? Also im Prinzip ja, aber das Problem ist, wem kann man hier bezüglich der Sicherheit der Atomkraftwerke überhaupt noch glauben? Welchen Technikern und welchen Politikern? Und daran liegt das Problem. Sprich, Sie haben Ihr Vertrauen in die Politik irgendwie verloren? Ja, in gewisser Weise ja. Man möchte sagen, sogar garantiert verloren. Ja. Mir war auf jeden Fall klar, dass Atomkraft irgendwann auch mal hinten losgehen kann. Ja. Okay, für Sie war es quasi unvermeidlich in einer Richtung, oder? Ja, also dass es irgendwann mal kommen könnte, war mir auf jeden Fall klar. Hat die Katastrophe in Japan bei Ihnen zu einem Umdenken geführt? Im Moment eigentlich nicht. Also ich würde sagen, nein. Warum nicht? Wir sind ja nicht wirklich jetzt von Erdbeben oder Seekatastrophen oder so Überflutungskatastrophen jetzt gerade betroffen. Und von der würde ich sagen, eigentlich nein. Aber bei uns würde ja schon ein Absturz eines Flugzeuges ausreichen, um ein altes Atomkraftwerk zu beschädigen. Wenn wir Ziele von terroristischen Anschlägen oder sowas wären, dann ja. Aber ich denke, Deutschland ist eigentlich ein relativ neutrales Land. Von daher ist die Gefahr sehr gering eigentlich. Ich musste nicht umdenken. Ich hatte ja auch vorher schon eine klare Haltung zur Kernkraft. Sprich, das regenerative... Man muss zumindest mal regenerative mehr fördern. Okay. Einfach mal mehr überlegen, was können wir denn da machen. Ja. Und wirklich mehr in die Forschung investieren, ja, um kürzere Ausstiegszeiten zu ermöglichen. Ja. Was hatten Sie von dem Moratorium der Bundesregierung? Das ist ein Mittelweg. Ich weiß, habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Hauptsache, die fangen mal überhaupt an zu überdenken, okay, ob längere Laufzeiten wirklich das Richtige sind. Okay. Hat die Katastrophe in Japan bei Ihnen zu einem Umdenken geführt? Nein. Wieso nicht? Ich war schon immer dafür, dass erneuerbare Energien bevorzugt werden. Ja. Schwierige Frage. Ich habe mich mit dem Thema eigentlich kaum beschäftigt vorher. Mhm. Und klar, man ist jetzt darauf aufmerksam geworden. Und ich würde schon sagen, dass es dringender geworden ist, ja, über den Ausstieg nachzudenken. Mhm.